kleiner fauler Sack, du sollst nicht alles mit Automation machen. Ich hab den upgegradet. Da fährt der einfach komplett automatisch über die Sachen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2. Und dem Epi fällt jetzt die Kinnlage runter, weil er nicht wusste, dass ich das schon mit aufgenommen habe. Haha. Habe ich dich erwischt? Habe ich dich erwischt? Wenn ich weiß, dass das automatisch funktioniert. Ja, doch. Ja, ich muss dazu sagen, das habt ihr sicher mitbekommen. In der allerersten Folge war es, glaube ich, oder in der zweiten. Da habe ich mich noch drüber aufgeregt, warum der Traktor plötzlich automatisch irgendwelche Sachen am Setzen ist. Und ich habe es wirklich nicht gecheckt in dem Moment. Ich wusste allerdings auch nicht, dass es so eine automatische Variante hier drin gibt. Aber das gab es beim ersten auch schon, meine ich. Ich wollte gerade sagen, ich meine nämlich, dass es das nicht gab. Man konnte es aber ausschalten. Doch, das hatte ich, glaube ich, ausgeschaltet, aber mich das nervt irgendwie. Ich wollte eigentlich, dass der schneller fährt, aber der fährt ja nicht schneller, nur auf Wegen dann. Naja, das hatte ich ja auch. Ich wollte dann sprinten und im nächsten Moment... Genau. Und das geht eben nur beim normalen Laufen. Der läuft halt schneller dann halt. Der fährt höchstens. Nein, ich habe noch keinen Traktor laufen sehen. Ohne den Traktor, wie du läufst. Dann läufst du schneller. Ja, dann funktioniert das mit der Shift-Taste. Ja, genau. Und hier ist Shift jetzt belegt für diese automatische Abfahren. Technik. Was ich aber auch irgendwie unlogisch fand, weil man da halt so dran gewöhnt war, ne, mit dem Sprinten. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein viel langsameres Fahren. Naja, also aber ich mach das mal eben. Hallo, du musst nicht dreimal auf einmal klicken. Also er bewässert das ja alles komplett. Wenn er nicht bewässert, ist klar. Ja, gut, das schon, ja, da hast du recht. Also ich weiß nicht, ob das so viel langsamer ist. Also. Ja gut, hier ging es jetzt gerade. Oh Moment, können wir Gurken machen? Ne, Gurken können wir nicht machen. Jetzt bin ich aber eigentlich bei was ganz anderem, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen dekorieren heute. Weil ich hatte da so eine schöne Idee und würde gerne mal gucken, inwiefern wir die umsetzen können. Oder inwiefern ich die umsetzen kann. Der Epi ist jetzt wieder sonst wo hier am rumcruisen, als wäre er der Coolste. Moment, dann machen wir das mal. Das habe ich ja eh nur da abgestellt, glaube ich. Das machen wir jetzt mal hier auf die andere Seite. Eben kurz rüber. Und wenn wir dann schon mal hier sind, dann nehmen wir die auch mal kurz mit. So. Weil es jetzt dunkel wird und wir jetzt sowieso nichts sehen, machen wir mal eben eine kurz künstlerische Pause. Nein, aber es ist trotzdem ätzend. Also immer, wenn du irgendwas machen willst, wird es Nacht. Also ich habe das Gefühl, die Hälfte der Zeit, wenn du in dem Spiel bist, ist es nur Nacht. Es ist so ein Scheiß. Ich meine, hier geht's noch, hier ist es noch einigermaßen hell mittlerweile, aber ich habe keine einzige private Farm, wo ich Licht drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das ist dann doch ein bisschen blöd. So, drehen wir das einmal. Also, hier ist denn der Eingang, nämlich, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise habe ich mir überlegt, weil der Epi das so schön hier gemacht hat, mit dem Ding, was er eigentlich gar nicht bauen sollte. Jetzt verschandelt die wieder was von mir da hinten. Ach, das ist doch gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Mal hingucken, was er da gemacht hat. Lass das sein, was machst du da? Ich mache uns das jetzt hier erstmal, ich stech das ab, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du das abstichst. Ich stecke das hier so ein bisschen ab. Das ist so der Außenbereich hier. So, wenn ich dann hinkomme, heißt das. So, und weißt du, was ich vorhabe? Was ich hier hinmachen möchte? Ja, erstmal verballerst du die ganzen Diamanten. Ja, wir haben 2300 jetzt noch übrig. Also da kann man jetzt nicht sagen, ne? Weißt du, was ich hier machen möchte? Kleiner Saftsack, wir haben das vorher noch besprochen. Also ja, er weiß es, aber er will jetzt nichts dazu sagen, weil ich möchte gerne so eine Art, ja, ich sag mal Kuschel, wie nennt sich das? Kuschelzoo, nicht Streichelzoo. Streichelzoo, so. So eine Art Streichelzoo hier machen. Was sitzt ihr denn hier rum? Wollt ihr mich hier vergackeiern? Geht mal alles schön ins Feld rein. So, das sind mal. Ja Gacker. Das sind keine Gacker. Doch, die vergackeiern.
Ja, die verkackeier mich. Ich krieg die nicht da rein. Ich würde den gerne in den Hintern treten. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt hierzu gehören. Wahrscheinlich eher zu dem, was jetzt gar nicht mehr hier ist. Ja gut, das muss jetzt reichen. Gut, aber ich brauche ein bisschen besseren Überblick hier. Dann wollen wir nämlich das hier so ein bisschen zumachen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als ob ihr im Endeffekt hier so als Besucher oder so reinkommt und sagt, oh, hier ist ein Streichelzoo. Was war das denn? War das wegen dir? Weil du weißt schon, dass ein Streichelzoo so ineinander übergeht. Also ist da nicht nur, vor allen Dingen, ich glaube, Hühner habe ich noch nicht im Streichelzoo gesehen, aber ist ja okay. Doch, Hühner habe ich tatsächlich schon mal. Also bei so einem Bauernhof-Streichelzoo, sage ich mal. Ja, da habe ich die schon mal gesehen. Die Frage ist jetzt nur, das ist natürlich jetzt ein bisschen dekorativ hier, wenn wir das, ich tue das mal eben hier ein bisschen weg, wenn wir dafür, aber da müssten wir, glaube ich, Dreck auf den Boden stellen, oder? Ist das da automatisch mit drin? Nee, ist es, glaube ich, nicht. Dann machen wir hier einmal so Dreck auf den Boden. Und wo ist es, wo ist es? Und hier, guck mal, dann machen wir einen Hühnerstall rein. Das sieht doch schön aus. Ich würde eigentlich einen größeren nehmen für so viele Tiere, aber dann können sie ja vielleicht irgendwie mit den Köpfen da drin hängen oder so nachts. Dann kann der Fuchs nur die Hinterteile wegknabbern und nicht die Köpfe. Oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Und hier vorne, aber das ist jetzt zu eng hier, ne? Warte mal. Das kann man, glaube ich, umstellen, oder wie war das? Genau. Es ist ein bisschen eng, da vorbeizukommen, oder? Aber du müsstest ja eigentlich so jetzt noch so Schweine, oder eigentlich brauchst du ein oder zwei Schweine, also ein oder zwei von den Tieren immer. Was hat der denn jetzt schon wieder hier gemacht? Da kannst du drauf rumspringen. Das ja, ist das ist ja toll, aber das ist genau da, wo ich jetzt die Schweine eigentlich machen wollte. Ja, dann musst du die da wegnehmen. Ich kann das nicht. Ich kann nur fahren. Ja, ja, du kannst nur fahren, genau. Wir können natürlich auch eine Art kleinen Spielplatz machen. Kannst du mal die Blumen vielleicht irgendwo, dieses Dreierpäckchen irgendwo mal zur Seite stellen? Ja, die hier stehen. Da stehen keine Blumen. Die stehen einen halben Meter neben dir. Hä? Du meinst hier das hier alles oder wie? Ja, das nennt man Blumen, mein Schatz. Wo soll das hin? Weiß ich nicht. Einfach ein bisschen rüber. Ich glaube, da hinten, wenn du da gerade ausläufst, da ist noch was frei, oder? Lass erstmal hier hin. Ey, da passt das doch gar nicht. Wenn ich das mache, passt das. Jetzt, macht er wieder Blödsinn. Jetzt markiert er die nämlich genau so, wie er sie nicht markieren soll. Du hast keine Ahnung. Ich sag schon gar nichts mehr. Machen wir Sand, würde ich sagen, oder? Hier so? Pass auf. Ich habe eine ganz tolle Idee. Dann machst du das Ding da rein. Das sind zwei. Ja, weil ich das mit dem Traktor gemacht habe. Kannst du ja nebeneinander machen. Machst du nicht zusammen, dann mach die nebeneinander. Ja, man kann die ja auch so machen. Wir können ja auch einen etwas größeren Bereich machen. Dann bauen wir uns hier so einen eigenen Spielplatz noch mit. Warum bist du hier eigentlich immer noch mit den Dingern hier am Stehen? Ich habe gar keinen Platz. Du gehst mir gerade schon wieder ganz schön auf die Nerven. Ich gehe dir immer auf die Nerven. Deswegen liebst du mich ja so. Ja, das Problem ist, wenn die jetzt nicht weg sind, kann ich das hier oben nicht zumachen. Also mit dem Sand meine ich jetzt. Schade, das Geilste wäre natürlich, wenn wir jetzt so Deko hätten, wo wir so ein Schäufelchen oder so, weißt du, so wirklich so Sandspielzeug, was wir hier reinmachen könnten. Das wäre richtig klasse. Also kann ich den Entwicklern jetzt eigentlich nur ans Herz legen, dass die gerne sowas machen können. Und das ist dann hier... So, da können dann die Eltern mit drauf sitzen. Dann würde ich sagen, machen wir das noch eins breiter, oder? Das war das so, dass so ein abgetrennter Bereich hier ist. Mit dem
Der ist jetzt gedreht, ja. So? Was hältst du davon? Natürlich, ich guck sofort. Dann können die Eltern nämlich sich da hinsetzen. Ich bin am überlegen, ob wir mit einem Bötchen vielleicht noch was machen. Andererseits so ein kleines bisschen mit Boot wäre vielleicht auch sehr wenig, ne? Ach, wir könnten hier noch... ist das richtig? Ist halt doof, dass man das nicht schräg stellen kann, sondern alles nur immer im rechten Winkel. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Weil das sieht natürlich schon ein bisschen cooler aus, wenn man das so schräg machen könnte. Wir können ja hier vielleicht auch nochmal so einen Eingang machen. Dass man hier von der anderen Seite auch nochmal rein kann. Was dann gleichzeitig heißen würde, dass hier auch nochmal ein bisschen beleuchtet wird, ne? Von der Seite. Oder? Ist das nicht schön? Mhm. Kann man sich hier hinsetzen und den Kindern den Rücken zu... Warum hast du jetzt da ein Boot reingemacht? Das hast du doch gemacht, du hast das erzählt. Boah, du kleine Sau! Das war... Oh, ich reiße schon alles ab. Das war aber nicht so gedacht. Das ist doch Wasser da drunter. Ja. Warte, warte, ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Das ist cool. Ach, guck mal, das bewegt sich sogar. Ja. Das ist wie so eine Schaukel. Ich werde seekrank. Ich muss jetzt göbeln. Ja, aber dann müssten wir eigentlich... Moment, müssen wir ein bisschen... Müssten wir doch eigentlich die Fläche ein bisschen größer machen und das drumherum so ein bisschen absperren oder so, ja, du kannst es hier doch auch noch ein bisschen erweitern und machst hier ein bisschen Wasser hin und machst das Boot da drauf. Kannst du auch machen. Also hier schon Wasser oder hier noch einmal... Einmal Sand noch eine Reihe. Damit ich da, und dann, pass auf, da mache ich den Sand. Nee. Doch. Da kannst du das Wasser machen. Das war deine Idee. So. Du könntest natürlich auch einen Steg dahin bauen, ne? Na. Gibt es einen Steg? Ja, entweder die Brücke, die kannst du nehmen. Moment, wo... Deko. Aber die ist sehr groß halt, ne? Die könntest du aber theoretisch nehmen. Könntest du so. Die ist aber wirklich sehr groß. Aber theoretischerweise könnte man dann von hier aus quasi hier rüber und hier wäre dann das Schiff oder so. Zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Keine Ahnung. Aber die ist wirklich sehr groß, die Brücke. Dann steht hier immer einer und der verlangt dann Eintritt. Ach so, du kriegst das nicht so richtig mittig dann dahin. Nee, geht's nicht, habe ich gerade geguckt. Aber dann würde ich in dem Fall, würde ich dann hier nochmal so Wasser machen, dass es nicht ganz so blöd aussieht. Ne? Ja, aber du kannst ja jetzt so nicht da rein, das sieht dann auch komisch aus. Ich komm da rein, warte mal. Ja, auch geht. Ja, ich meine jetzt... Wenn du dir vorstellst, du bist ein Kind und du läufst hier oben rum, dann musst du da reinhüpfen. Busch. So. Ja, die hüpfen immer gerne. Die Kinder. Ja, aber das ist doch irgendwie doof. Alternativ wäre... Warte mal. Gibt es hier noch einen anderen Farben? Was nicht so... Nee, das ist nicht so komisch. Ballert die irgendwie ganz so gute Sachen. Alternativ könntest du zum Beispiel... Ja, wieso ändert der jetzt die Richtung nicht? Ach komm! Jetzt ändert der... Ernsthaft jetzt? Jetzt ändert der die Richtung nicht? Wegen der Brücke oder was? Also von der Seite aus kannst du es machen. Alternativ könntest du sowas hier machen. Anstatt die Brücke. Hey, ich weiß aber jetzt... Da ja, aber da kommst du auch nicht gerade da dran. Das richtig da dran. Weil das eben nicht mittig geht. Ach so. Ach so, meinst du seitlich, ja. Ja, eigentlich war es jetzt nicht so. Der nicht dreht sich aus, wie der will irgendwie hier gerade. Ich dachte jetzt eigentlich, wie die Brücke jetzt so von hinten nach hier rüber quasi. Ich meine, das wäre vielleicht nur eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was besser aussieht. Also ich finde das nur mit der Brücke halt ein bisschen blöd, weil das nicht mittig ist. Weißt du? Das finde ich ein bisschen doof. Sieht zwar schön aus, wenn man dann auch wirklich da auskommen würde, aber es ist halt nicht mittig. Moment, ich mache mal eben hier die
Das stört mich so ein bisschen. Die Dinger hier erstmal kurz weg. Ach so, kann ich ja gar nicht, wenn ich die vorher nicht woanders... Ach, das nervt mich auch. Moment. Moment. Zwei, oder? Ach, das sind jetzt nur zwei. Oh. Aber um das mal eben zumindest wegzustellen, ist es ganz gut, finde ich. Oh mein Gott. Wolle! Ey, du hast keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten zur Auswahl und du wählst die Wolle aus. Was für eine Wolle? Was, wie, wo? Was? Ja, ja. Du brauchst gar nicht so blöd zu tun. Wobei, wobei. Mhm. Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt. Ja, ja. Ich sehe das und ich weiß, was ich meine. Aber dann sollte man die Wolle wenigstens zu den Schafen stellen. Die wollte ich ja... Guck mal, die wollen hier rein. Die armen Schweine, also Hühner. Was denn nun? Die wollen hier rein und die können nicht. Leute, geht doch mal... Oh, geht doch mal auf die andere Seite. Da ist ein Eingang. Warte, warte, warte. Ey, die sind clever. Guck mal. Naja, sie wären clever, wenn sie es aufmachen würden. Na, gehst du da rein? Vielleicht nehmen die doch Drogen oder sind übermüdet. Ich bin mir nicht so sicher bei diesen Hühnern. Zumindest das Huhn hier kommt mir so ein bisschen suspekt vor. Ja, der Weg vor dir ist komplett... Oh, pff, ist komplett offen. Okay, wenigstens das haben sie gut. Jemand, der Epi, der hat hier nichts zu tun, ne? Der ist hier die ganze Zeit nur das Böschchen am Reinspringen. Also ich wollte... Nicht ausruhen, aber du lässt mich ja nicht. Ich wollte hier erstmal neben denen die Schafe hinstellen. Ich mach mal eben die Dinger hier nur zur Seite. Die können wir dann ja nochmal benutzen. So, Moment. Dann machen wir hier das schon mal weg. Das auch weg. Jetzt hat er wieder... Irgendwas hat er wieder im Auge. Der ist schon wieder abgehauen da hinten. Wolltest du die nach hier holen? Da hinten haben wir keine Schafe mehr, oder? Nein, ich habe was geguckt. Achso, wolltest du aber nichts herholen jetzt? Nein. Mmh, wenn du das schon so sagst. Was willst du denn da machen mit den Schafen? Die sollen gekrault werden. Aber hol nicht so viele. Viel zu viele. Das sind nur drei. Nee, das sind nicht nur drei. Ja. 13. Ja, 3 mal 3 meine ich. 3 mal 3 sind aber nicht 13. Der Herr kann auch nicht mehr rechnen. Und das sind auch genau die 9, die da drin rumwandeln. Stimmt, das war, glaube ich, damals auch so, ne? Dass dann immer genau die Anzahl auch drin hast. Mhm. Ach so. Nee, Moment. Wir müssen aber tatsächlich was ändern, weil... Fällt mir gerade ein. Die brauchen ja auch ein Häuschen. Aber nicht damit. Moment, da. Das ist... Das sind 2. Müssen wir 2 wegmachen da hinten. Das ist deine Aufgabe. Du bist so brutal. Ja, Moment. Ich kann dem nichts dafür. Tut mir leid, Schafis. Von welcher Seite? Eigentlich von der Seite aus. Nein, ne? Nein, da hinten ist ein Dach dran. Du musst andersrum machen. Das ist verkehrt, was du jetzt machst. Ja, da hinten ist ein Dach drin. Das ist... Ach, da ist aber... Das müssten wir rechts eigentlich hinstellen, ne? Ja, es sieht irgendwie jetzt doof aus. Ja, warte. Und dreh das Ding einfach mal um. Soll ich's machen? Nee, das soll ja nicht umgedreht werden. Auf der anderen Seite hast du ja nichts. Warte, kann ich dir gleich zeigen? Nein. So, jetzt komm mal auf die Seite hier. Das ist eine Wand mit einem Fenster. Ja, ja, ist doch schön, die Wand. Ja, aber das ist ja unlogisch, wenn du dann die Wand mitten in den Stall reinbaust. Eigentlich hätte das in der Mitte gerade sein müssen. Hier drin. Du hast... Darf ich das mal machen? Lass es doch so stehen. Ich fände es anders besser, pass mal auf. Ja, aber so sieht es wenigstens logisch aus. Nein. Jetzt setz das nur nicht in die Mitte vom Raum, weil dann passt das gar nicht mehr. Doch. Ich guck, das ist... Das ist aber nach unten.
Das ist nicht die Mitte hier unten. Passt jetzt auch nicht mehr. Ist optimal. Ja, nee, weil hier kann man nicht rein. Man kann nur hier rein und da, wo sie rein können, das ist jetzt an der Seite. Man kann überall rein. Nee, links ist ein Fenster. Kannst du da in die Fenster rein hier. Das ja, genau. Das ist dann dieses Schäfchenzählen oder was. Da springt man durch die Fenster. Da springen sie wieder raus, wenn sie gezählt werden. Oder gezählt. Ach so, wenn sie nicht gezählt werden wollen, meinst du? Genau, dann hauen sie da ruhig ab. Oh, der Epi hat nur Scheiße im Kopf. Gut. Davon jede Menge. Ja, da muss ich dir absolut zustimmen. Da muss ich dir wirklich absolut zustimmen. Oh Gott, ich verliere meine Stimme schon wieder. So, Moment, machen wir das noch aus? Ja, aber das löst immer noch nicht unser Problem hier. Und außerdem hätte ich das dann mit der Wolle, hätte ich dann eher bei den Schafen hingestellt, ne? Aber... Ja, das kannst du ja noch. Ja, kann man das da draufstellen? Nee, ne? Dann kann man ja nicht abernten. Nein, nein. Mir gefielen nur die anderen Dinger nicht, die anderen Farben so richtig. Also eigentlich müssten wir das noch erweitern, bin ich ganz ehrlich, weil wir wissen ja schon, dass wir auch was Enten und so bekommen. Weiß jetzt nicht, ob man die Kühe so wirklich... Warum sitze ich jetzt hier? Hast du mich da hingesetzt? Nee, ich habe dich da nicht hingesetzt. Das ist, weil du total faul bist und weil du denkst, dass das viel zu viel ist, was du jetzt gemacht hast. Und deswegen wolltest... Oh, das ist aber groß. Dafür habe ich jetzt eigentlich eine Kuh zu viel. Warte mal. Das war fast so geplant. So. Jetzt haben wir aber nur zwei Kühe, die da reinpassen. Aber wenigstens haben die Auslauf. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da hinten. Ja, du musst dich noch um unser Problem mit dem Wasser hier kümmern. Ich habe schon mal die Kühe hier hingestellt. Ich mache ja noch einen Zaun hinten, damit die hinterm Haus, wo sie eh keinen Platz haben, rumzulaufen, auch nicht ausbüchsen können. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Nö. So. Und so. Und dann nehmen wir noch das hier. Es ist unser kleiner Streichelzoo. Ist das nicht schön? Oh, der Epi macht schon wieder Blödsinn. Warum nimmt der das da hinten nicht? Aber der Epi hat ausnahmsweise mal eine gar nicht so schlechte Idee. Allerdings wirkt das jetzt irgendwie so komisch, dass das jetzt genau im Kreuz hier steht. Soll man den nicht lieber so ein bisschen... Kann das Wasser ja nicht wegnehmen. Wieso kannst du das Wasser nicht wegnehmen? Ja, weil er Y nicht macht. Zum Verschieben. Du musst die Taste auch drücken. Nee, er macht's nicht. Ja, ich hab's ja gedrückt. Ja, er verschiebt es nicht. Tatsache. Also ich kann... Warte mal eben. Nee, da macht er auch die Straße. Ich glaube, das ist ein Bug. Warte, mach das jetzt nochmal. Ich habe das Ding mal weggemacht. Nee, er wählt das überhaupt nicht aus. Er wählt das Ding nicht aus. Na, Tatsache. Kriegen wir jetzt nie wieder da weg. Was jetzt aber auch nicht so schlecht ist, wenn er eh hier... Ach, oder wir sind doch doof. Ihr klagelt das nicht. Das ist doch... Ach, hast du den Boden dahingestellt? Ja, und den kann man anscheinend nicht neu machen. Ach so. Den kann man nicht neu machen. Ja, was heißt nicht neu machen? Du musst den halt ändern, ne? Kann ich auch nicht mehr. Hä? Was wolltest du denn da haben? Ja, das Gras wollte ich jetzt wieder hinmachen. Kann ich nicht. Der Typ ist bereits da drauf, sagt er. Hä? Hä? Die Kachel hat bereits diesen Typ. Jetzt stehe ich so kurz davor, dass wir uns einmal ausloggen und wieder einloggen, ne? Also, was wolltest du denn überhaupt machen? Fragen wir erstmal so, wolltest du ja eigentlich Sand hinmachen, oder? Nee, ich wollte das Grün wieder hier hinmachen, also dass es so ist wie hier neben. Und ja, dann aber warum? Ich vielleicht, weil hier drunter ist ja Wasser. Hä?
Ja, unter der Brücke, da ist doch was da drunter. Ja, aber das geht ja... Ja, dann macht da auch noch was dahin. Von mir aus machen Graben mit Wasser oder was? Ja, aber dann würde ich sagen, dass wir alles eins nach rechts machen. Weil so haben wir jetzt das Wasser hier in dem Bereich hier drin, ne? Also entweder machst du hier jetzt auch noch mal was dahin. Ja, aber trotzdem müssten wir alles eins rüberziehen. Ja, aber genau das wollte ich ja eben nicht, weil das fand ich so besser, aber na gut. Mach. Ach, jetzt kann man das auch... Oh, wollt ihr mich denn? Ich glaube, das... Land ist nicht leer. Nee, das musst du mit Terraform wahrscheinlich machen. Oder? Nee. Nee, das ist ein Bug. Das kann... Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Du hast es kaputt gemacht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe... Aber den Sand, den kann ich umwandeln. Anscheinend ist das gerade ein Bug, dass man das Wasser nicht wegmachen kann. Was ist denn, wenn wir da... Warte mal, warte mal. Oh. Okay. Aber das Wasser macht er da nicht raus. Geht auch nicht. Ich glaube, das haben wir kaputt gemacht. Ja, irgendwie bin ich jetzt ganz ehrlich, glaube ich das jetzt auch. Also du hast es kaputt gemacht. Ja, genau. Moment, wir nehmen... Ich meine, wir können das jetzt auch ein bisschen umstellen und dann warten, bis der Bug vorbei ist, ne? Nee. Weil so ist das halt mit dem Wasser besser, weißt du? Dann ist das hier unten drunter. Weißt du, wie ich das meine? Und hier haben wir ja kein Problem mit, das umzustellen. Wir haben halt nur das Problem mit diesen Wasserflächen. Wir hätten vielleicht doch Fische nehmen sollen. Was hast du jetzt gemacht? Jetzt ist das hier... Hä? Ach so, du hast es darüber geschoben. Ach so. Ja. Weil hier, das kann ich ändern. Da kann ich Sand reinmachen. Das ist kein Thema. Ich will jetzt nur hier nicht auch noch Wasser reinmachen wollen. Ja, aber man muss mir das... Auch, das Land ist warte mal. Ah! Ich hab's! Du konntest das löschen. Bist du doof? Das war doch direkt daneben. Warum hast du jetzt ein neues dahin gemacht? Weil ich's kann. Oh mein Gott. Irgendwann wird das heute nochmal was. Ich kümmere mich mal um die Einzäunung, würde ich sagen. Eieiei, die nachfolgenden Sendungen werden sich um einige Stunden verzögern. Ja, aber soll das Ding jetzt nur... Wo soll jetzt was sein? Das kannst du jetzt entscheiden. Ich mache jetzt nur noch den Außenbereich hier. Also eigentlich wäre es logisch, wenn das ganze Wasser wäre. Wobei, dann würde ich sagen, machen wir da auch ein paar Fische rein, oder? Aber da müsste man noch ein Boot hinmachen, damit es so aussieht, als wenn da mal drauf auch auf so kleinen See hat mit Fischen. Ach, scheiße. Jetzt kann ich hier keinen Zaun machen. Das war auch doof. Warum? Ja, weil der andere Zaun ja schon da steht. Die hat euch nicht gefüttert, die Olle. Was? Am Kühe. Er sieht jetzt nicht ganz so doll aus, wie es eigentlich sollte. Oder wir machen den, das können wir natürlich auch machen, den Außenzaun, dass ich den nochmal lösche und im Außenzaun mache ich das hier und dann nur im Innenzaun dieses andere. Ist wahrscheinlich besser, ne? Ja. Yeah. Du machst jetzt das Wasser, nehme ich mal an. Oh Gott, was hat der... Du sollst ja keine halben Haifische reinmachen. Ich dachte an so kleine niedliche Fische für die Kinder. Das sind ja niedliche Fische. Ja, voll die niedlichen Fische. Die fressen die Kinder. Nein. Hättest du nicht wenigstens so pummelige Fische da reinmachen können oder so? Hier diese, wie heißen sie nochmal? Kugelfische. Ja, genau, diese Kugelfische oder sowas. Nimmt hier direkt hier so Hai-ähnliche Zustände, machen wir uns hier erstmal. So. Ach so. Mal, wir müssen aber noch das schützen, damit die nicht da reinfallen können. Müssen wir hier noch. Warte mal, hier müssen wir noch mal gucken. Beleuchtet haben wir es auch nicht.
Ja, aber mach nicht zu viel Beleuchtung, ne? Weil außen ist ja auch noch Beleuchtung. Also jetzt nicht so übertrieben. Und die schmeißen wir jetzt erstmal kurz nach hier. Zack. Ich weiß, das ist ein bisschen Kuddelmuddel jetzt hier. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Ach, ihr gehört zu den Weißen, ne? Ja, aber warum hast du jetzt das Ding nicht weggekriegt, dieses eine? Das doch, wie hast du das immer gelöscht, hast du, ne? Ja, mit der Löschtaste. Was für ein eines? Wo bist du denn gerade? Sag ich nicht. Das sieht aber doch gut aus da. Also klar, das Spiel ist halt, ne? Das besteht daraus, dass es eckig ist. Aber so grundsätzlich finde ich... Gehst du da jetzt mal rein? So. Grundsätzlich finde ich aber, sieht das gar nicht so schlecht aus. Oder wir... obwohl, nee, da ist die Straße. Dann machen wir das so. Machen wir das so. Dann machen wir eins frei, wo man reingehen kann. Zack. So. Und so. Und hier können die noch im Heu spielen, die Kids. Da können sie sich verstecken in den Heudingern. Mit den Mistgabeln. Ja, das hast du super hingekriegt. Das ist, also der Epi, der steht auf jeden Fall für Kinderfreundlichkeit. Der macht Haifische, haifischähnliche Fische macht er da erstmal rein für die Kinder. Dann setzt er hier Heuballen mit, was habe ich gesagt, wie die heißen? Mistgabeln. Mit Mistgabeln da rein. Also, ja. Die sind natürlich kinderfreundlich aus Kunststoff gemacht, also die können dir nicht wehtun. Kinderfreundlich, boah, ich kann noch nicht mehr reden. Kinder, ah, warte mal, ich weiß, was noch fehlt. Weiß, was noch fehlt. Was kinderfreundliches. Genau, auch voll kinderfreundliches. Lagerfeuer mit den Marshmallows. Nein. Oh, der steht falsch rum. Das ist ja sehr kinderfreundlich. Ja, ist doch... Das ist Hugo die Vogelscheuche. Ja. Ist ja nicht cool. Ja, wir haben halt keine anderen Kindersachen. Tut mir leid. Aber das ist doch schön geworden, finde ich. Und guck mal, hier hinten kann man rumlaufen. Also nee, natürlich nicht die Besucher. Da kann man hier rein. Und dann kann man hier nochmal gucken. Hier zum Beispiel, da sind die Heuballen liegen hier. Genau. Und auf der anderen Seite machen wir nochmal ein paar größere hin. So, zack. So, die müssen ja so ein bisschen Stauraum haben, ne, wo die ganzen Sachen hinmachen können. Haben wir jetzt gerade schon wieder... Ach, es ist am Schneien, stimmt. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon wieder Winter? Hier ist irgendwie alles wieder weiß obendrauf. Ich finde es schön. Du wolltest aber gucken, ob du vielleicht noch... Willst du hier vom Wasser vielleicht irgendwas... oder hier vielleicht irgendwas beleuchten? Ich war über, noch ein Bootchen, aber das ist echt zu viel. Ja, da würde ich die Lampe machen, ja. Ich würde sagen... Ja, lieber die für 10 oder die für 40? Die schöner aussieht. Ja, aber welche? Bei den Fischen würde ich eher sagen, die für 40, oder? Andererseits, die linke ist vielleicht wassergeschützter. Sollen wir mal die reinmachen hier? Ja. Da ist zu weit. Aber da steht das dann direkt davor. Das ist auch doof. Oder wir machen es tatsächlich so. So. Oder wollt ihr hier vorne einen Zaun hin machen? Auf der Seite? Nee, vielleicht nicht. Dann ist es mal nicht ganz so. Ja, sonst würde ich da keine. Ja, doch, deswegen. Mach mal Beleuchtung. Mach mal eine Beleuchtung hier hin, dass es nicht so dunkel ist hier. Meinst du jetzt hier auch rechts und links so? Hm. Ich meine, der Zaun hier hat auch eine Beleuchtung. Das ist ja das Gute. Dieses Tor hat eine Beleuchtung hier. Hier wäre aber noch keine Beleuchtung. Oh, das passt sehr gut. Das ist ein bisschen reingedrückt vielleicht optisch, aber das passt eigentlich sehr gut so. Gut, bei den Tieren weiß ich nicht. Brauchen die Beleuchtung? Würde ich eher sagen, nicht. Oder dezent vom Hintergrund aus, aber... Da weiß ich jetzt nicht. Oder wir machen das hier vielleicht?
Damit man so ein bisschen Beleuchtung hat, da wo die Sachen stehen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ne? Da, hallo! Wie sollen die denn jetzt an die Sachen da vorne dran kommen? Ja, das ist das Lager, Holz. Ihr schmeißt hier einfach Holz mitten in den Weg rein. Ja, das muss auch hier sein. Ja, super. Zack. Ja, jetzt einfach mitten in die Fläche, wo wir es anbauen wollen. Nein, da baust du nichts an. Was haben wir da oben eigentlich? Ach so, für die Schafe soll das, ja, genau. Ja, also hier, das hier vorne, das machen wir auf jeden Fall noch weg, den Streifen. Deswegen sieht jetzt noch ein bisschen hier Kuddelmuddel aus, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Und ich weiß, die Folge ist jetzt gerade doch wahnsinnig lange geworden heute. Gerade auch im Vergleich mit der anderen. Aber ich würde sagen, lass uns mal irgendwo hier hinsitzen. Hinsitzen vor allen Dingen. Ey, das war so eine lange, harte Arbeit. Ich kann überhaupt gar nicht mehr reden, wie man schon festgestellt hat. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn jetzt da hinten die... Was? Was ist mit Ironie oder was? Nee, alles gut. Ich hab's nicht verstanden, akustisch jetzt gerade, deswegen. So, vielleicht so? So, dann sieht man das, unser Streichelzoo. Also ich finde, das sieht, man sieht es auch so jetzt sehr schön, weil so sind jetzt nicht die Sachen, dass man abernten kann und so. Und ja, ich würde sagen, das haben wir im Partnerschaftsobjekt, wollte ich gerade sagen. Man merkt schon, es ist sehr spät am Abend. Mein Kopf macht nicht mehr ganz mit. In Partnerarbeit haben wir das hier sehr, sehr gut hingekriegt, würde ich sagen. Ja. Ne? Also, genau. Gut, jetzt vielleicht bei der... Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Deko-Elemente die nächste Zeit irgendwo. Vielleicht ja, ist man da noch, das wäre schön. Also, falls die Devs hier jemals zuschauen werden, bitte, bitte, bitte... Viele von uns haben Kinder oder sind Kinder. Vielleicht nicht mehr unbedingt in dem Alter, aber sind vielleicht noch Kinder. Und wir brauchen alle Schäufelchen. Ich brauche ein Schäufelchen, um dem Epi das über den Kopf zu ziehen, wenn der mir schon wieder mein Förmchen klaut. Und wir brauchen das als Deko, wenn wir so Sandkasten machen. Cool wäre ja auch noch so ein richtiger Sandkasten, den du so reinstellen könntest, ne? Ich hätte gerne, anstatt einen Traktor, hätte ich gerne ein Motorrad, wo ich mit über die Farm fahren kann. Und alles. Ja, das wäre auch cool. Aber gut, das wird natürlich jetzt diesen Farm-Aspekt vielleicht nicht so. Ja. Aber, oder in der Stadt ein Motorrad, das wäre auch cool. Ja, wobei, gut. Nee, ich fände sogar von der Optik her, von der Stadt, fände ich sogar eine Vespa dann am besten. So was typisch Italienisches, so. Ja. Das wäre cool. Ich komme zwar immer noch nicht so ganz über die Schwertfische hinweg. Wenn die Kinder da einmal reinfallen, werden die direkt aufgespießt. So, ja, Jungs, wir haben Essen. Ja, aber dann finden sie die vielleicht wieder. Dann wissen sie, wo die da rumschwimmen. Oh, das Licht geht an. Es wird dunkel, das Licht geht an. Ah, da mache ich hier jetzt mal einen kleinen Zeitraffer beziehungsweise einen kleinen Cut. Und dann sehen wir noch mal eben ein schönes Bild, ein hoffentlich schönes Bild, wenn es dunkel ist. Könntest jetzt mal ein bisschen, oder ist das jetzt schon dunkel für die? Ich glaube, das ist dunkel. Also das ist nee, nee, da hinten. Oder wir haben jetzt die Sonne Licht geht schon noch gemacht. Unter. Oder geht die wieder auf? Bewegt die sich überhaupt noch? Ja, vielleicht kommt sie nicht richtig runter. Da hinten, da geht jetzt das unter. Aber das ist der Mond, der da untergeht, oder? Jetzt müsste es richtig dunkel werden eigentlich. Ja, wir haben ja schon Sterne und so alles hier drin. Ja, ja, und die ganze Zeit ist es dunkel im Spiel. Nee, das war der Mond, der unterging. Jetzt geht's wieder Sonne. Jetzt wird wieder Sonne. Jetzt geht's morgen wieder. Ja, das war's. Licht ist auch rausgegangen. Und damit hallo und willkommen. Ich hau ab. Da musst du aber sagen, und damit sagen wir tschüss bis zur nächsten Folge, wenn der Epi mal wieder den Fischen eine drauf gibt und die alle magnetisch anzieht. Das sieht irgendwie geil aus. Bis dann. Oh. Ich werde da mal schauen, dass der Epi hier wieder was repariert. Ciao. Das geht nicht. Ah doch. Trottel. Ich dachte, der recycelt ist nicht mehr richtig. Ich muss dich, glaube ich, mal bald recyceln. Vorsichtig. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.